Jetzt aufhören zu Hause mitzuklatschen, sonst klatsche ja noch die nächsten 3 bis 4 Minuten durch. Nicht herzlich willkommen zu dem heutigen Sascha liest Kommentare. Mir wurden mal wieder Kommentare rausgesucht, die ich jetzt gleich vorlesen werde. Ich bin sehr gespannt, ob es sich heute auch mal wieder gelohnt hat, auf mehr Anzeigen zu klicken oder nicht. Sascha liest Kommentare ist ein Format, wo ich hergehe und Kommentare aus meinen Videos, die mir drunter geschrieben wurden, vorlese. War das... Nee, ja, deutschtechnisch, nee, so wie immer, super. Ganz traditionell fange ich an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Ich würde sagen, wir lagen gar nicht packen lang rum. Wir legen los. Ich wollte gestern kegeln, mehr Anzeigen, aber Dieter wollte bohlen. Alles klar, damit bin ich auch schon wieder direkt raus. 3000 Daumen nach oben für den Kommentar. Und mir Platz gleich hier rüber. Ich find's erstaunlich, was es immer wieder schafft, Top-Kommentar zu werden. Ich wollte gestern kegeln, aber Dieter wollte bohlen. Das ist... Ich hab ihn jetzt erst kapiert. Wegen Dieter bohlen. Ich frag mich immer wieder, warum meine Pflanzen vertrocknen. Mehr Anzeigen. Pascal 23 steht auf dem Schlauch. Ja, wie ich vorher vermutet habe, lohnt es sich einfach mal nicht auf mehr Anzeigen zu klicken. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Es kann ja auch nur noch besser werden so. Warum ist die Banane krumm? Mehr Anzeigen, weil sie 50 Jahre einen Bogen um die DDR gemacht hat. Alles klar, meine Aussage von davor wurde einfach zunichte gemacht, es kann nur noch besser werden. Nein. Ich trau's mich eigentlich gar nicht vorzulesen, weil ich will die Antwort nicht wissen. Warum können Skelette schlecht lügen? Weil sie leicht zu durchschauen sind. Ey, wenn der nächste Kommentar nice ist, dann habe ich eine Warnweste an. Stopp. Lehrer, Markus, du wirst nicht bezahlt, um aus dem Fenster zu gucken. Mehr Anzeigen. Markus, 28... mittlerweile Pilot. Helene Fischer durch Flyer erstickt. Mehr Anzeigen. Atemlos durch DIN A8. Alles klar. Und so schnell wie die Silvester an war, ist sie auch wieder aus. Wie kann dieser Typ 2 Werbungen schalten, wenn das Video 4 Minuten 43 geht? Wenn man schon keine geile Schnitte isst, warum nicht eine essen? Spart jetzt mit dem Prozentcode HDF 1% auf www.kodri.de. Wie viel bekommst du für die Fanta-Flasche im Hintergrund? Welche Fanta-Flasche? Monte der Ehrenmann. Ja, feine hier. Och, was war das denn? Was sagt Peter beim zwischenmenschlichen Akt mit Katja? Cut, yes, 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 yes. Mich hart. Was sagt ein kurdischer Pirat? Mehr Anzeigen. Bitte nicht, so viel ich auf der Straße geschlagen werde. Kein Land in Sicht. Alles klar, Grüße gehen raus an alle meine Zuschauer. Kommen wir auch jetzt schon zum letzten Kommentar. Ich musste mich ein bisschen beeilen. Deutschland spielt heute. Ich habe heute Morgen zu mir gesagt, Tim, ab jetzt trinkst du keinen Alkohol mehr. Mehr Anzeigen. Zum Glück heiße ich nicht Tim und Leute, damit herzlichen kein Dankeschön, kein Danke fürs Zuschauen für diesem Video. Auch gerne jetzt wieder aufhören zu Hause zu klatschen. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch wieder jetzt kommentieren und ganz wichtig, Kommentare auch bewerten, nach oben voten für einen geilen Top-Kommentar. Dann würde ich sagen, Leute, ich bin raus. Ich hoffe, Deutschland hat gewonnen. Ich gehe jetzt einfach stark davon aus, dass Deutschland gewonnen hat. Wenn nicht, dann stier. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche dann wieder, wenn es wieder heißt. Und damit herzlich willkommen zum diesmonatigen Unsympathische TV-Quiz. Die heutige Frage kommt von Luis B. Luis B. will wissen, Saschas Mutter hat ihn beim A. Putzen erwischt, B. Runterholen erwischt, C. Schrottwichteln gezogen oder D. Abgestoßen.